Jetzt gucke ich aber erstmal nochmal hier in die Küche wieder rein. Oh, das ist gar nicht die Küche. Das ist nur irgend so ein Raum, wo die Tür zugemauert ist. Auch super. Was gibt's da gerade für leckere Geräusche? Ihr hört die auch, ne? Da hole ich mir für meinen Lohn eine Flasche Whisky. Cool. Versuch mein Glück beim Würfeln. Beim Würfeln wirst du bestimmt riesiges Glück haben. Was sind das für komische, eklige Geräusche die ganze Zeit? So, die kann ich aber auch nicht würgen. Das heißt, wenn die jetzt super erschreckt wird, rennt die auch schreiend davon. Was soll der ganze Wirbel? Man kann die Schubladen aufmachen. Naja, was auch immer es ist. Und da ist nichts drin. Wie cool ist das denn? Hier sind diese Geräusche gerade sehr stark. Ich weiß nicht genau, wo die herkommen. Schränke sind auch leer. Haben die überhaupt irgendwas? Rächt sich jetzt. Das ja, passiert, wenn man immer halb verhungert ist. Den Schwamm. Kann ich den Schwamm nicht essen? Und warum nicht? Das schert die jetzt aber auch nicht, wenn ich hier einfach so ein bisschen rumlaufe. Das scheine ich eigentlich mitzukriegen. Oh, Dr. Alexandra Hypatia's Gesundheit. Valerio, du hast recht. Dr. Hypatia ist wirklich krank. Gerade habe ich gehört, wie Dr. Vasco mit sich selbst geredet hat über ein Heilmittel, an dem er arbeitet. Es scheint ernst zu sein. Alexandra Hypatia war so gut zu uns allen und wenn sie ihre Arbeit an den Elixieren und anderen Behandlungen nicht fortsetzen kann, werden viele Menschen in Karnaca leiden. Übrigens isst sie zurzeit tatsächlich sehr wenig. Wir sollten auf den Markt gehen, wenn wir dürfen, und frisches Gemüse kaufen. Wir können ihre Lieblingssuppe kochen, das würde ihr gut tun. Jedenfalls behauptet Herzog Luca Abele, das Eddermeier geschlossen zu haben, damit sie ihre Formel verbessern kann. Aber es hat noch niemandem gut getan, so viel und so einsam zu arbeiten. Tina. Die arme Dr. Hypatia, jetzt geht ihr nicht gut? Oh, eine Fischscheibe. Juhu, Fisch. Interessiert sie nicht. Esse ich halt noch einen Rattenspieß. So, hier war ich durch das Fenster hineingekrochen. Ich entsinne mich. Habt ihr hier sonst noch was Schönes? Jetzt brauche ich nichts mehr essen. Mein Spieß, meine Gesundheit ist voll. Mein Spieß. Hat er heute wieder den gleichen Albtraum? Den gleichen Albtraum? Ich will raus aus der Stadt. Dann nimm noch den nächsten Zug und ab dafür. So, hier unten haben wir jetzt auch leer geräumt. Das ist sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier hinter dieser Tür? Fragte er sich. Da hinten ist ein Wachleut. Kein weiterer? Der kann doch nicht alleine sein hier. Oh, da sitzt einer. Aber warte, wenn ich den jetzt... Jetzt hat mich jemand gesehen. Sucht wohl jemand dringend Ärger. Seh mich mal um. Nimm das! Das war nicht so gut. Ich wisch mir nach. Das war gar nicht so gut. Vielleicht sollte ich erstmal den in dem Verschlag nehmen. Da bin ich ein bisschen sichtgeschützter. Und den dritten habe ich überhaupt nicht gesehen. Der hat sich wahrscheinlich irgendwo versteckt unterm Schreibtisch. Und ist, um mir aufzulauern. Und ist dann plötzlich rausgesprungen. Und hat Überraschung gerufen. Das halte ich jedenfalls für wahrscheinlich. So. Darüber. Tipp, 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 tipp. Tipp, 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 tipp. Hör auf zu tippen, viel zu laut. Ich habe zwei und gebe ihm eins. Dann habe ich noch eins. Aber wenn ich meins esse? Nein, er sei. Unfertiger Brief an Hauptmann Ramirez.
Hauptmann Ramirez, die Truppe hat beschlossen, die Laborhunde entgegen ihre Befehle nicht zu töten. Ich weiß, es ist schon zu spät für sie und sie werden so oder so sterben, aber es ist viel zu gefährlich, ihnen zu nahe zu kommen. Und was sollten wir mit den Kadavern machen? Sie werden nur Blutfliegen anziehen, noch ehe die nächste Schicht vorbei wäre. Dabei fällt mir ein, kann der Herzog nicht noch einen Trupp zum Ausräuchern der Blutfliegen vorbeischicken? Der Befall wird mit jedem Tag schlimmer. Ich weiß, die Ärzte verwenden Blutfliegen für ihre Edermeier-Tinktur. Können die nicht ein Elixier erfinden, das aus Feldmäusen gewonnen wird? Mit einer niedlichen kleinen Maus statt eines widerlichen Insekts auf dem Etikett würde es sich bestimmt viel besser verkaufen. Was dann? Oh, Betäubungsbolzen. Also denkt immer dran, Kinder, niedliche Mäuse auf die Etiketten. Verkauft sich alles viel besser. So. Der andere steht immer noch da. Ich weiß immer noch nicht, wo Person Nummer 3 ist. Der versteckt sich doch noch irgendwo. Da steht er, im Dings drin. Im Tor. Doch die Dame von Tevia. Da kennt jemand den Text. Ah, hier oben geht der Strom hin. Pass auf. Da drehe ich dem Ganzen mal den Saft ab am besten. Hä? Nein, du sollst es nicht wieder rein. Da, abstellen. So, wo ist der Senfalkoholiker? Wo ist er hin? Er war doch... Da ist er hin. Juhu. Da hat er nicht mit gerechnet. So. Du kommst zu deinen Kollegen. Damit ihr euch mal euren Rausch ausschlafen könnt. Ihr alten Trunkenbolde, ihr. So. Ich würde ja gern die Alarmanlage unschädlich machen, aber ich glaube, ich habe immer noch kein Kabelwerkzeug, ne? Kein Kabelwerkzeug verfügbar. Kann ich das nicht irgendwie so einfach mit den Fingern drin rumwursteln oder so, bis es auseinanderfällt? Nee. Wer ist das hier? Zivilistin, bewusstlos. Herzog Abelis Aussagenlogik. Der Herzog von Zerkonos. Der alte Sack, der. So, jetzt kommen wir hier auch problemlos durch. Liegt da noch was im Schrank, was man so... Nö, nur Bücher. Aber man muss ja mal nachgucken. Und mein Herz schlägt schon wieder wie wild. Ist hier irgendwo ein... Da ist ein... Oh, ein Knochenartefakt gleich da vorne. Wer hat denn das da liegen gelassen? Da im Schrank drin? Warte. Reicher Geist. Was ist denn reicher Geist? Was ersetzen wir denn mal? Reicher Geist. Manchmal regeneriert ein Mana-Elixier dein gesamtes Mana. Na gut, das benutze ich ja so oft, dass ich das jetzt dringend brauche, ja. Und da ist so eine Rune irgendwo halb unter uns. War hier der Haupteingang? Ja, hier waren wir reingekommen. Hier war der Haupteingang. So schließt sich der Kreis, vermutlich. Erstmal auf große Erkundungstour gehen, bevor wir zu Dr. Hypatia vordringen. Oh, was haben wir denn da? Ein Glücksphalerit. Der soll uns Glück bringen auf all unseren Reisen. Uns Phalerit soll uns auch bringen auf den meisten unserer Reisen. Ach, guck mal, das kann man doch einfach aufmachen, die Vitrine. Indianischer März. Jede Menge Ratten. So, was haben wir hier denn noch?
Tür blockiert. Oh, die ist blockiert. Da kommen wir gar nicht durch. Wer blockiert denn hier Türen? Kommen wir da irgendwie oben lang eventuell? Wäre das möglich? Und überall lassen die Leute ihr Geld liegen. Also, das ist ja quasi eine Einladung dafür, das mitzunehmen. Ja, da habe ich alles Dings ausgeschaltet. Und hier lang. Huch. Ich höre Geräusche. Tut sowas Not? Alles so ein bisschen überwuchert hier. Ich finde das sehr stylisch. Sehr hübsch und so. Hübsch ist vielleicht was anderes. Hier kommt die Decke schon ein bisschen runter, aber ihr wisst schon. Oder auch nicht. Das scheint mir so der verlassene Flügel zu sein, aber der Strom läuft noch. Und da ist ein Safe. Wie komme ich da? Ach, der ist gar nicht abgeschlossen. Das ist ja praktisch. Das sind die besten Safes, die nicht abgeschlossen sind. Und warum sind hier Blutspuren? Und ein Hut? Nanu? Alter, wer macht denn sowas? Alter, ernsthaft? Der Kronmeuchler, kein Zweifel. Der böse Kronmeuchler. Brief an Lieutenant Valiente. Mein Herz, ich kann nicht vergessen, was du mir erzählt hast. Wenn es wahr ist, was du gesehen hast, ich vertraue dir, aber ich will es einfach nicht glauben. Ich weiß, Herzog Luca ist ein abscheulicher Mensch, aber dass er diese Bestie für seine politischen Intrigen missbrauchen soll? Bitte, ich flehe dich an, tu nichts Unüberlegtes. Ich weiß, dass du aus der Garde austreten willst, aber ich fürchte um dein Leben, solange du im Eddermeier bist. Schick den Brief nicht ab und sprich mit niemandem, bis du zurück bist und wir mit klarem Kopf darüber geredet haben. Bitte sei vorsichtig, ich warte auf deine Antwort. Deine Mathilda. Aha, es ist also wohl so, dass dieser Wachleut irgendwas über den Kronmeuchler und seine Verbindung zum Herzog rausgefunden hat. Und ich vermute, dafür musste er sterben. Der Arme. Hat er denn, wo ist denn der, er soll den Brief nicht abschicken. Ja, aber wo ist denn der Brief, den er nicht abschicken sollte? Das wäre ja ein hervorragendes Beweisstück. Finde ich. Aber hier ist kein weiterer Brief. Schade. Das wäre doch ganz super gewesen, das zu haben. Da ist noch ein Tresor mit einer Kombination. Ratten. Die Kombination ist Ratten. Die hoppeln auch so lustig rum, ne? Wie kleine Gazellen. Voll niedlich eigentlich. Ich hätte gerne die Kombination für den Safe. Wo kriege ich die her? Ist hier irgendwo ein versteckter Hinweis oder so? Einfach so an die Wand gekrakelt. Vielleicht in einem anderen Safe irgendwo drin? Nein. Ja, dann weiß ich das auch nicht. Tresorkombination. Das könnte natürlich die Tresorkombination sein. Manche von Dr. Hepeschers ungewöhnlicheren Patienten tragen Gegenstände bei sich, die schwer zu klassifizieren sind. Ich habe sie daher im Bürotresor eingeschlossen, neben dem Haupteingang. Die Kombination lautet 770. Ist damit das hier gemeint? Ich probiere es mal aus. Oder ist denn damit noch ein anderer Tresor gemeint? Falsche Taste. Wir gucken mal. 7 7 0. Jawohl. Was haben wir hier Ungewöhnliches? Einen Barren. Kampfbetäubungsbolzenformel. Natürlich. Und etwas Kupferdraht. Ja, wer hat nicht mal so ein bisschen Kupferdraht dabei, wenn er ins Krankenhaus kommt? Einfach so eine Spule Kupferdraht in der Tasche. Ist doch das Natürlichste von der Welt. Hustete er.
So. Jetzt könnten wir natürlich theoretisch nochmal da hoch. Weiß nicht zu welchem Behufe, aber wir machen das einfach mal. Aber hier oben war ich ja schon. Hier war ich schon. Ja, das weiß ich noch. Wir gehen mal wieder ins Treppenhaus hier drüben und dann gehen wir mal, glaube ich, langsam mal hoch in Dr. Hypatias Büro. Sofern hier keine weiteren... Ach, das ist der Bedienstete, der so Angst vor uns hatte. Was? Hier stimmt was nicht. Ja, das glaube ich nämlich auch. Zur Hilfe! Zur Hilfe! Ach, beruhig dich doch mal bitte. Du sollst ja auch gar nicht sterben. Ich will dir gar nichts tun. Ah, oh, so ein Trottel. So, ich wollte noch mal gucken, ob hier Knochi-Artefakt ist. Unter mir diesmal. So, pass auf, jetzt versuche ich mir mal das zu holen. Wir markieren das mal ganz nett. Noch weiter unter mir. Müsste ich da nicht schon vorbeigekommen sein, theoretisch? Was ist denn das? Hier geht's gar nicht weiter runter. Aber kann ich den Aufzug benutzen, um noch weiter runter zu fahren? Warte, jetzt bin ich neugierig. Basement! Ja, ich will ins Basement, bitte. Nicht in den Hauptsaal, ins Basement. Fahren wir in die Lobby. Aber weiter runter ins Basement. Und hier ist Hypatias Office, aber ich will jetzt nicht mit dem Fahrstuhl reinballern. Das bemerkt ihr doch sofort. Also wir müssen im Grunde noch ein Stockwerk weiter nach unten. Aber da geht es gar nicht weiter runter. Es gibt aber ein Basement, offenbar. Guck mal, hier ist dann Schluss. Da geht es gar nicht. Da sind Bretter vor. Diese Blutfliegen rasten auch gerade aus. Ich glaube, ich muss die mal beseitigen. Okay, also in die Rune komme ich dann offenbar jetzt gar nicht ran. Ich muss irgendwie einen Weg nach unten weiterfinden. Dann können wir die Markierung einmal entfernen. Was haben wir denn noch für Runen? Da ist eine. Aber auch weiter oben. Da ist ein verderbtes Knochenartefakt auf gleicher Höhe. Es ist direkt hinter der Wand. Es ist direkt hinter der Wand. Ja. Komme ich nicht hin. Super. Dann also noch ein Stockwerk weiter nach oben. Aber irgendwie muss ich doch mal so ein Teil finden jetzt. Ich gebe nicht auf, bis ich sie alle gefunden habe. Gotta catch them all. Gotta catch an all. Dr. Hypatias Schlüssel. Schlüssel für das Labor geben irgendwo. Ja, vermutlich hat Dr. Hypatia den. Okay, das heißt, da komme ich nur mit Dr. Hypatias Schlüssel ran. Ich muss tatsächlich jetzt zu Dr. Hypatia. Vielleicht mache ich das dann noch mal. Was kann dabei schon schief gehen? Nicht, dass sie jetzt von Wachen umgeben ist oder so. Private Rooms. Das ist aber sehr privat hier draußen. Ja, ich gehe da gleich rein, keine Sorge. Ich wollte natürlich hier jetzt nochmal... da geht es noch weiter nach oben. Bin natürlich der Erkundungsmensch. So viel ist mal klar. Da muss ich hier nochmal kurz nach oben gucken, bevor ich in ihr Büro gehe. Das verlangt die Eule von mir. Oh, ein Stolperdraht.
Oho, da will jemand nicht, dass wir hier hochkommen. Und dafür brauchen wir Hamiltons Schlüssel. Was ist ein Hamilton? Ist das Lewis Hamilton, der Rennfahrer, der sich da verschanzt hat? Ich halte es für sehr wahrscheinlich.